Der Kampf um das Heimrecht tobt in der Eisarena. Salzburg Red Bull empfängt HDD Tilia Olympia Ljubljana und beide Teams peilen den vierten Platz an, welcher das Heimrecht im Viertelfinale bedeuten würde. Die Frage, die sich John Hughes und Co. aber stellen muss, ist, wie kann man in der Mozartstadt gewinnen? Denn die grünen Drachen haben zuletzt am 28. Dezember 2008 in Salzburg gewonnen. Genug der Worte, rein in die Partie. Wir schreiben erst die zweite Spielminute. Türko kann nur kurz abprallen lassen und Gigapanze stoppt ab. 1:0 für die Gäste. Ein Blitzstart also von Olympia, aber die Antwort der Salzburger lässt nicht lange auf sich warten. Die Gäste zwar im Angriff, John Hughes und dann Gigapanze, aber zu ungenau. Und jetzt schalten die Bullen schnell auf Offensive um. Raffel am Puck, der legt zurück auf Ramsey Abid und der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. 1:1, starke Aktion vom Kanadier, der hier seelenruhig vor dem Kasten der Slowenen herumkurven darf. Zeit zum Durchatmen haben die Fans in der Eisarena Salzburg aber keine. Es geht Schlag auf Schlag. Jetzt sind wieder die Slowenen an der Reihe. Justin Taylor und schon sind die Gäste wieder in Führung. Es besteht zwar zunächst der Verdacht, dass Taylor den Treffer per Schlittschuh erzielt hat, aber der Videobeweis klärt auf und die Schiedsrichter geben schlussendlich den Treffer. Die Defensive der Salzburger hat aber auch in Folge viel zu tun. Marty Turco mit einem bösen Schnitzer. Er bleibt zunächst ohne Folgen. Dann klingelt es aber doch noch. Gigapanze zum zweiten. 3:1. Ausgangspunkt dieses Treffers ist aber ganz klar der Patzer vom früheren NHL-Goalie Marty Turco. Ljubljana kann also zufrieden in die Drittelpause gehen. Das schaut doch recht gut aus für die Slowenen. Rein in die zweiten 20 Minuten und damit rein in einen Angriff der Hausherren. Und schon ist es wieder passiert. Nur noch 2:3. Denken zwar viele, aber die Schiedsrichter geben diesen Treffer nicht. Der Puck wohl nicht zur Gänze hinter der Linie. Pintaric sei Dank. Aber die Bullen präsentieren sich nun viel aggressiver. Man drückt auf den Anschlusstreffer und dieser gelingt auch. Thomas Raffel. Nun darf aber wirklich gejubelt werden. Es steht 2:3. Und die Mozartstädter bleiben dran. Douglas Lynch, was für ein Knaller. Das Spiel ist wieder ausgeglichen, aber der Treffer gehört nicht Lynch, sondern seinem Landsmann Ramsey Abid. Der fälscht nämlich den Puck unhaltbar ins Tor von Pintaric ab. Aber so viel kann ich vorab verraten. Es ist nicht das letzte Tor dieser Partie. Da passiert noch einiges. Auf der Gegenseite klingelt es nämlich schon wieder. Wieder einmal heißt der Torschütze Panze. Diesmal aber mit dem Vornamen Erik. 60 Sekunden später Matthias Tratnik. Und was sonst als ein Tor. 4:4. Unfassbare Partie hier in Salzburg. Da kann man schon einmal energisch auf die Trommel hauen. Mit diesem Ergebnis geht es dann auch in den Schlussabschnitt. Die Goalies sind heute nicht gerade zu beneiden. Wir springen in die 43. Minute. Olympia im Angriff und wieder mit der erneuten Führung. Die Schiedsrichter sind sich zwar nicht sicher, aber nach dem Videobeweis heißt es 5:4 für die Gäste. Aber das ist natürlich noch lange nicht das Schlussergebnis. Salzburg mit Comeback-Qualitäten und mit Brent Aubin. 6 Minuten konnte Ljubljana die Führung behaupten. Dann heißt schon wieder Ausgleich für Salzburg. Es geht hin und her, her und hin und diesmal geht es wieder in Richtung Salzburger Tor. Justin Taylor sieht auf und John Hughes vollendet. Es scheint heute Tag der offenen Tür zu sein. Aber wie war das nochmal mit dieser Comeback-Qualität der Salzburger? Sehen Sie selbst, Thomas Raffel zum 6:6 nach 53 Spielminuten. Die Eisarena Salzburg steht Kopf. Danach passiert überraschenderweise nichts mehr. Auch in der Overtime gibt es keinen Treffer und so muss ein Penalty-Shootout herhalten. Und da gibt es folgende kuriose Szene zu bestaunen. Mate Pintaric scheint noch nicht bereit zu sein. Brent Aubin ist aber egal und er setzt den Schlusspunkt in einer verrückten Partie. Das bedeutet zugleich auch, dass Salzburg das Heimrecht im Viertelfinale hat. You know, I
Mir tut irgendwie der Torhüter von Olympia leid. Er hat sein Team mit unfassbaren Paraden im Spiel gehalten und dann diese kuriose Szene im Penalty-Shootout. Die Playoffs werden auf jeden Fall interessant. Die heutige Partie war unterm Strich für alle ein ziemlicher Spaß, außer für die beiden Goalies. Ja, das Penalty-Shootout. Matej Pintarić war beim Versuch der Salzburger eigentlich noch nicht ready und er hat geglaubt, dass der Penalty wiederholt wird. Aber das war eben nicht so. Er ist wirklich sehr frustriert, denn er war einfach noch nicht bereit. Aber die Schiedsrichter haben das Tor eben gegeben. He was literally protesting about the referee's decision.